Mr. Minister, yesterday President Zelensky spoke about possible 500,000 more. Gestern hat Präsident Zelensky mehr Rekruten gefordert. Gleichzeitig sehen wir, dass es viele ukrainische Männer gibt, die nicht zum Wehrdienst eingezogen werden wollen. Und ich habe gehört, dass Deutschland auch Ausbildungen durchführt, aber das sind nur 50% der Menschen, die eigentlich zur Ausbildung hätten kommen können. Was machen Sie als Minister, wenn die Menschen nicht mehr weiter kämpfen wollen? Erst einmal sollten die Menschen verstehen, dass Präsident Zelensky gesagt hat, wo sie hingehen, wie lange sie dort bleiben müssen und wann sie dort wieder wegkommen. Wir legen diese Regeln fest, gemeinsam mit den Streitkräften und mit allen. Wir analysieren dazu, wie viele überhaupt eingezogen werden können, wie hoch das Alter derjenigen ist, die eingezogen werden sollen, um ihr Land zu verteidigen. Und wir leisten das auch als einen Dienst für unser Land. Ich weiß, dass von russischer Seite das alles verteufelt wird und dass auch die Propaganda dagegen eingesetzt wird. Aber es ist ein Dienst am Land, es ist ein Beitrag zur Verteidigung des eigenen Landes und Europas. Und was wir getan haben, ist, wir haben die Parameter besprochen, wie derjenige dann eingezogen werden soll, unter Vertrag genommen werden soll, mobil gemacht werden soll, was die Ausbildung sein soll, was die Entlohnung sein wird, auch die Regeln des Dienstes und die Zeit dieser Dienste und wie die Personen dann auch wieder entlassen werden können, wie sie dann zu Veteranen werden. Das muss auch in der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Und meine Aufgabe bestand darin, all diese Verteidigungskräfte zusammenzufinden, die Gedanken dazu von den Generälen und Offizieren zu bekommen, auch von den Soldaten. Und dann natürlich auch im Kabinett das zu erläutern, wie die Lage ist, wie viel wir rotieren müssen, wie viel wir gebraucht haben, wie viel mehr Soldaten benötigen sie. Es gibt einen Bedarf für diejenigen, die wir jetzt rotieren müssen. Und da es ja einen laufenden Krieg schon gibt, seit 10 Jahren und dann die vollumfängliche Invasion in den letzten beiden Jahren, muss es auch einen Dienst geben. Die Frage war also, wie lange wird jemand, der jetzt in diesen Dienst gerufen wird, dann dort bleiben muss, um dann wieder entlassen zu werden? Oder geben wir ihm vielleicht nach 2, 3 Jahren erst einmal Zeit zur Erholung? Oder soll es ein 5-Jahres-Zeitraum oder 6-Jahres-Zeitraum sein? Das ist alles noch in der Diskussion. Wir bemühen uns aber, dass wir jeden in diese Diskussion mit einbeziehen. Sie haben gesagt, dass die russische Propaganda sich richtet und dass sie behauptet, die russischen Soldaten, die ukrainischen Soldaten möchten nicht dienen. Aber wir haben auch mit Menschen gesprochen, die gesagt haben, dass sie Angst haben, dass sie Geschichten hören von Menschen, die von der Straße weggefangen werden und dann direkt in die Ausbildungslager gesteckt werden und an die Front geschickt werden. Das ist eine Realität. Ich habe ja gesagt, das war die Verantwortung unserer Streitkräfte. Und da sie sich auf den Krieg konzentriert haben, waren keine guten Vorbereitungen getroffen worden für die Einstellungsverfahren und Rekrutierungsverfahren. Als Minister musste ich mich natürlich für einen Volleinsatz vorbereiten. Möchten Sie die Menschen zwingen, an die Front zu gehen? Nein, was wir sagen ist, das ist ja keine Strafe, für das eigene Land einzutreten und dem Land zu dienen. Es ist eine Ehre. Wir möchten aber auch dafür sorgen, dass jemand, der in die Streitkräfte kommt, in die Verteidigungskräfte aufgenommen wird, auch versteht, wie er ausgebildet wird, wie er ausgerüstet wird, wie er dient, wo er dient und wann er dann auch wieder entlassen wird aus dem Dienst. Denn es gibt ja hier nicht das Wort der Demobilisierung, da das alles geordnet ablaufen muss. Das muss besprochen werden und da müssen wir uns auch mit dem Parlament einigen. Es gibt in Deutschland ungefähr 190.000 Ukrainer im wehrpflichtigen Alter und man fragt sich, warum sind sie eigentlich hier, wenn sie noch im wehrhaften Alter sind? Gibt es auch mit den Regierungen ein
eine Unterhaltung, ein Gespräch dazu, wie diese Menschen zu behandeln sind, die in Europa sind. Ja, das wichtigste Thema bei dieser Diskussion ist die Gerechtigkeit. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir das mit dem Militär auch offen diskutieren. Wir besprechen das auch im Ministerkabinett und im Parlament. Wir haben gesagt, was sind denn die Altersgrenzen für diese Menschen und wo sind sie? Und dabei laden wir alle ein, die ein gewisses Alter haben, um in der Armee zu dienen. Und wir besprechen auch, was passieren soll, wenn sie nicht freiwillig kommen. Was ist Ihre Meinung dazu, zu den Menschen, die jetzt im wehrfähigen Alter sind in Deutschland, sich aufhalten? Wir möchten Gerechtigkeit für alle, denn es geht ja um unser eigenes Land. Wir schicken ihnen eine Einladung und es ist dann ihr Recht, zu uns zu kommen und zu dienen. Oder sie müssen dann eben auch die Antwort zumindest bekommen auf unseren Aufruf. Denn ich habe ja gesagt, es ist ein Krieg, den Russland gegen uns führt. Ja nun, was würden Sie mit diesen Männern tun, wenn die in Deutschland leben und sich weigern? Wir besprechen das mit der Zivilgesellschaft, mit den Menschenrechtsorganisationen, mit anderen Beamten in unserer Regierung, was für Beschränkungen wir dann vom Gesetz her dann vorschlagen. Das Gesetz werden wir dem Parlament vorlegen. Es gibt schon Gespräche darüber, dass man hier den Dienst erleichtert oder dass man neu bewertet. Es gibt viele Diskussionen dazu. Was wir aber sagen möchten, ist, dass jeder gehört werden muss und alle seine Argumente müssen angehört werden. Und es wird dann dem Parlament vorgelegt und es durchläuft alle Verfahren. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann wollen Sie die Menschen, die im wehrfähigen Alter sind und in Deutschland sich aufhalten, zurück einladen, dass sie nach der Ukraine zurückkehren und dort dienen. Ja, wir möchten eine Politik bilden, die auch verständlich ist, die sehr eindeutig ist für die Menschen, die dienen werden. Zum heutigen Stand sind die Menschen, die wir mobil machen, im Alter von 27 bis 60 Jahre alt. In dem neuen Gesetz, was vorgeschlagen wird, dann geht es von 25 bis 60 und wir bitten sie und laden sie ein, in die Rekrutierungszentren zu gehen, sich dort eintragen zu lassen. Und wir schlagen dann die unterschiedlichen Formen der Möglichkeiten vor, wie man dem Land dienen kann, innerhalb der Parameter und auch der Fähigkeiten der einzelnen Personen. Also wir bieten auch eine Auswahlmöglichkeit. Gibt es da rechtliche Konsequenzen für diejenigen, die das nicht mitmachen? Ja, wir besprechen das mit dem Parlament, was wir dann tun sollten. Und bisher wurde das erstmal im Ausschuss besprochen, auch im Ausschuss für Verteidigung und Sicherheit, und wir sind jetzt noch in der Konsultationsphase. In den letzten Monaten, bevor Sie ins Amt gekommen sind, gab es sehr viele Diskussionen zum Thema Korruption in den Inneren der Streitkräfte, auch in den Ministerien. Und unter den Soldaten, die es geschafft haben, zum Beispiel sich freizukaufen, sind auch Waffen nicht angekommen. Es wurden Lebensmittel viel zu teuer angeboten. Wie schlecht, glauben Sie, ist dieses Korruptionsproblem fürs Militär in der Ukraine heute immer noch? Meine Hauptpriorität von 100 Tagen war die Aufrechterhaltung der Situation. Wir müssten einen Bericht erst einmal haben, der ein Audit auf allen Gebieten beinhaltet. Ich habe die anderen Minister gebeten und andere Agenturen eingebunden für die Analyse. Was ich in diesen 100 Tagen vorgeschlagen habe und was bereits erreicht wurde, sind Regeln für die Trennung der Pflichten, für die Ausschreibungs- und Beschaffungsvorgänge, das ist bereits in Gang gesetzt worden. Ich habe die tödlichen Waffen und die nicht tödlichen Waffen auch gegeneinander aufgetrennt. Wir haben dann eine Abteilung für die Vorschriften aufgestellt. Und wir haben zum Zweiten zwei Agenturen für die Beschaffung geschafft, einmal für tödliche und einmal für nicht tödliche Ausrüstung.
Und wir haben dann Regeln aufgestellt nach den NATO-Standards, wie diese Anfragen dann geprüft werden sollen. Wir haben dann auch ein Zentrum geschaffen, in dem alle Agenturen eingebunden sind. Ich rede jetzt von den Aufsichtsagenturen. Dort werden die Entscheidungen getroffen, dort werden auch die Verträge unterzeichnet. Und dazu kommt noch, dass ich die parlamentarische Aufsicht gefragt habe, hier die Checks and Balances in Kraft zu setzen. Und ich habe schon gesagt, für die nicht tödlichen Ausrüstungen haben wir das bereits ins Leben gerufen. Und jetzt müssen wir noch den Teil für die Beschaffung von letalen Waffen umsetzen. Wäre es immer noch möglich für die Menschen, einen Arzt zu bezahlen und damit die Ukraine zu verlassen und sich nicht einberufen zu lassen? Es gibt im Moment natürlich in meinem Bereich, für den ich verantwortlich bin, eine Übergangsphase bei der Beschaffung. Aber nachdem alle Regeln dann eingeführt worden sind, das ist, glaube ich, nach dem 1. Januar der Fall, dann werde ich dafür sorgen, dass alle Vorschriften auch dann umgesetzt werden. Und dann wird es nicht mehr möglich sein. Aber die Frage ist ja, gibt es schon Ergebnisse von den Audits, die wir durchgeführt haben in dieser Übergangsperiode? Ja, natürlich. Und wir arbeiten jetzt gerade daran mit den Agenturen. Reden wir doch mal über die Lage an der Front. 2023, würde ich sagen, ist kein guter Jahresausgang für die Ukraine. Sie haben nicht ihre Ziele der Gegenoffensive erreicht und es gibt natürlich auch vieles, was sie daraus gelernt haben. Was können Sie mit dieser Lage jetzt anfangen? Wir müssen zunächst einmal verstehen, dass auch das ein Narrativ der Russischen Föderation ist. Das erkläre ich Ihnen gleich mal. Technisch gesehen, A, haben sie ihre Ziele auch nicht erreicht. Zweitens haben wir 50% unseres Gebiets wieder erobert. C, wir haben alles möglich gemacht, um sie aus dem nordwestlichen Schwarzmeerbereich wieder zurückzudrängen. Wir haben es geschafft, einen alternativen Korridor zu eröffnen, um dafür zu sorgen, dass der Getreidekorridor funktioniert. Und wir haben auch gewisse Punkte, wo wir für 2024 hingelangen wollen. Okay, mit allem Respekt, das letzte Mal, als ich mit Ihrem Präsidenten und mit anderen gesprochen habe, da war ja das Ziel, dass man mit der Gegenoffensive im Sommer die Schwarzmeerküste wieder zurückerobern wollte, dass man sogar die Krim wieder bis Ende des Jahres erobern wollte. Wenn Sie mir jetzt sagen, dass Sie viel erreicht haben, ich erkläre es Ihnen gleich mal. Das strategische Ziel war immer 99%. Die militärischen Ziele wurden dann breit diskutiert, was tatsächlich auch von gewissen Kreisen nur besprochen werden soll und auch nur von gewissen Gruppen von Menschen gemanagt werden soll. Und ich muss Ihnen sagen, dass ich als neuer Minister jetzt alle Anstrengungen unternommen habe für 2024, für die Planung. Wir haben die Ergebnisse vorliegen von 2023, haben alle Vorbereitungen getroffen. Was ist Ihr Ziel für 2024? Sie sind ja aus der Krim, Sie sind ja Krim-Tatare. Was glauben Sie, was sagen Sie immer? Sagen Sie immer noch, dass die Krim zurückerobert wird? Ich bin hundertprozentig sicher und das ist auch unser strategisches Ziel, wieder an die international anerkannten Grenzen zurückzukommen. Und wir sind in der Lage, das mit den Partnern gemeinsam zu tun, mit der Unterstützung der Partner. Das heißt, sie wollen auch die Krim zurückerobern. Das ist unser strategisches Ziel. Aber wie wollen sie das schaffen? Denn das ist ein militärisches Ziel. Ja, reden wir mal darüber als militärisches Ziel. Denn in diesem Jahr haben sie ja sehr viele Panzer aus Deutschland, aus den USA bekommen. Sie hatten Unterstützung und Herr Blinken hat im Sommer gesagt, es gab genug, um die Gegenoffensive zu stoppen. Dann, was wir gesehen haben, was dann passiert ist, wir haben die problematischen Frontlinienverläufe gesehen. Was glauben Sie denn, weshalb denken Sie denn, dass Sie in der Zukunft in der Lage sein werden, Donbass und die Krim zurückzuerobern? Wir müssen zuerst einmal verstehen, dass wir ja Territorium verteidigt und zurückgewonnen haben, auch ohne, dass wir Luftverteidigung hatten, auch ohne, dass wir die Lufthoheit hatten, ohne, dass wir genügend
Ausrüstung hatten, um Widerstand zu leisten. Und dennoch haben wir das Potenzial gewonnen, für die nächsten Jahre. Und ich würde sagen, wir haben jetzt einen Plan für 2024 und wir sind ziemlich zuversichtlich, dass wenn wir alle Unterstützung von unseren Partnern bekommen, dann werden wir auch guten Fortschritt erzielen. Bedeutet dieser Unterstützung auch, dass Sie auch Taurus brauchen aus Deutschland? Wir brauchen auf jeden Fall alle Langstreckenraketen von den Partnern. Wo immer wir in der Lage sind, dass wir das bekommen können, würden wir das sehr schätzen. Natürlich brauchen wir alle Fähigkeiten, um unsere Territorium zurückzuerobern. Das heißt, Taurus benötigen Sie dazu. Wir brauchen Raketen mit langer Reichweite und wir würden uns freuen, wenn die Regierung in der Lage wäre, uns das auch zu liefern. Man sagt in Deutschland, man möchte die Ukraine in eine möglichst gute Position für die Verhandlungen bringen. Das hören wir in gewissen Kreisen. Aber sie scheinen das ja nicht mehr zu, man scheint das nicht mehr zu glauben, dass die Ukraine das nicht gewinnen kann. Wer glaubt das nicht? Der Westen. Also lassen Sie mich sagen, wir müssen die russischen Narrative auch angehen. Da gibt es verschiedene Narrative, die aus Russland stammen. Einmal, dass uns der Westen nicht dauerhaft unterstützen kann. Zweitens, dass es Aufstand geben könnte innerhalb der Ukraine. Drittens, dass Russland gewinnen wird. Meine Antwort ist, noch einmal, wir sollten hier vereint sein auf allen Fronten. Wir sind in der Lage und fähig, unser Land zurückzuerobern. Wir brauchen dazu zusätzliche Fähigkeiten. Das ist ja nicht alles russische Propaganda, das ist auch der realistische Einsatz der Frontuntersuchungen durch Analysten, durch westliche Geheimdienste. Und Sie können ja sehen, dass Sie im Süden keinen Fortschritt erzielt haben. Es gibt Probleme, die Sie in Adiivka und woanders im Osten haben. Ich muss das fragen, denn dieses Fehlen von Artilleriemunition und Drohnen, ich muss mal sagen, wenn der Westen Sie nicht noch mehr unterstützt, dann werden Sie diesen Krieg womöglich verlieren. Wir werden weitermachen. Das ist unser Land. Wir haben diesen Krieg nicht begonnen, aber wir werden ihn beenden. Ist natürlich klar, ohne elektronische Kampfführung, ohne Drohnen, ohne Artillerie, ohne die gesamte Munition wird es schwer werden. Aber wir werden uns nicht übergeben. Wir werden uns nicht ergeben. Wir werden. Wir haben diesen Krieg nicht begonnen, es ist hart, aber wir werden weiterkämpfen. Also selbst, wenn heute klar ist, wäre, dass die USA ihnen für den restlichen Zeitraum keine Unterstützung mehr geben kann, wie wollen Sie durchhalten? Wir haben ja unsere strategischen Ziele und unsere militärischen Ziele und wir sind zuversichtlich, dass wir da Fortschritt erreichen. In dieser Phase sind wir hundertprozentig überzeugt, dass der Westen uns unterstützen wird. Selbst die USA? Ja, auch die USA. Denn beide Seiten im Kongress unterstützen ja die Sache. Und sie verstehen auch, dass die Kräfte des Bösen die Weltordnung verändern wollen. Und deswegen sind wir zuversichtlich, dass die Menschen in den USA, dass unsere europäischen Verbündeten an unserer Seite sind und dass wir gegen die Ungerechtigkeit kämpfen. Was macht Sie so optimistisch? Es gab ja heute die Entscheidung, dass erstmal kein Geld fließen soll. Wir werden uns nicht in die internen Angelegenheiten einmischen. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Partner und unsere militärischen, politischen und diplomatischen Kanäle, unsere Konsultationen, die wir ständig durchführen, die lassen uns alle zuversichtlich sein, dass wir an unserem Plan festhalten können, den wir ausgearbeitet haben. Kanzler Scholz sagt den Deutschen, dass die Unterstützung der Ukraine verstärkt werden muss, wenn die USA sich zurückziehen. Könnte denn Deutschland oder auch die USA oder auch Europa die USA ersetzen mit Geld und Munition? Ich glaube, eine Wirtschaft mit 45 Trilliarden
könnte in der Lage sein, diese militärische und finanzielle Unterstützung auch zu bewerkstelligen. Ich glaube, es ist also möglich, dass 50 Länder auch gemeinsam zusammenarbeiten, und ich bin zuversichtlich, dass wir alles bekommen werden. Also auch wenn die USA aussteigt, glauben Sie, ich glaube nicht, dass die USA aussteigen werden, denn ich bin ja wirklich da realistisch. Ich sage, wir sind in ständiger Besprechung, Konsultation mit unserem Partner. Nochmal, wie lange kann die Armee die Verteidigung durchhalten ohne Munition und ohne Unterstützung? Wir hören ja von der Front, es gibt schon Mangel an Munition. Die Schutzlinien in der ganzen Welt, natürlich die Nachhaltigkeit und auch die Beschaffung wird damit schwerer, denn es gibt ja viele Konflikte. Aber wir werden in dieser Phase unsere Strategien umsetzen. Einmal Widerstand leisten, zweitens, wir werden auch direkte Käufe tätigen und wir werden auch zusätzlich selbst Munition produzieren. Es gab viele Berichte in den letzten Monaten, im ganzen Jahr, über Streitigkeiten zwischen dem Oberkommandierten und Präsident Zelensky. Ist da die Möglichkeit, dass Sie oder der Präsident hier Saluzhny ersetzen werden? Wir haben das mit Valeri die ganze Zeit besprochen. Wir machen auch Witze darüber, warum jeder eigentlich möchte, dass er aus dem Dienst entlassen wird. Unser militärisches Ziel, habe ich gesagt, er ist natürlich verantwortlich für die Ergebnisse auf dem Schlachtfeld, und ja, man erwartet von ihm, von der ukrainischen Führung und von den Menschen, von den Partnern, dass er da Fortschritt macht. Ich sage immer, wenn ich aus dem Dienst entlassen werde, sollte es keine Diskussionen geben. Wir sind hier, um unseren Menschen zu dienen, unserem Land zu dienen. Wenn Sie die Menschen rotieren auf dem Gefechtsfeld, wenn Sie sie im Kabinett rotieren, alles ist möglich. Warum? Denn zum heutigen Tag schauen wir uns nur den Plan 2024 an. Und wir haben natürlich unsere Lehren aus 2023 gezogen. Sie sind ja schon sehr lange in der Politik. Sie haben gesehen, was auf der Krim passiert ist, in Europa, in Ihrem Heimatgebiet. Was lässt Sie hoffen? Es sind ja alles ziemlich dunkle Tage jetzt für Sie. Wissen Sie, ich bin ja weit entfernt von meinem Heimatland, der Krim, geboren worden, denn die Sowjets hatten meine ganze Nation deportiert und ich bin leider in Mittelasien geboren worden. Das war viel härter als zur Zeit der Russischen Föderation, und die Sowjetunion ist zusammengebrochen. Die Russische Föderation ist heute auf der dunklen Seite der Welt, und die gesamte zivilisierte Welt verurteilt sie. In dieser Phase ist es überhaupt keine Frage, dass wir gewinnen werden, und mit all diesen Zielen und mit all der Planung, die wir haben, müssen wir uns einfach an die Pläne halten. Warum sind Sie so sicher, dass Sie gewinnen werden? Wie können Sie immer noch sagen, dass Sie gewinnen werden, wenn Sie doch in der Praxis nicht gewinnen? Das ist eine Frage, wie ich gesagt habe, Sie müssen einfach sich an den Plan halten. Sie müssen weiter das tun, was Sie am besten tun können. Alle unsere Verbündeten unterstützen uns, und wir haben große Dankbarkeit und große Wertschätzung für die Länder und die Führung dieser Länder. Das ist sehr wichtig für die weltweite Sicherheitsarchitektur in der Zukunft. Warum? Wenn ein Land durch das Brechen sämtlicher völkerrechtlichen Gesetze es schafft, so einfach in ein Land einzumarschieren und das Gebiet illegal zu besetzen, dann sollte das eben nicht toleriert werden. Und da muss wirklich auch jeder vor Gericht gestellt werden. Wann kommt für Sie und Ihr Land der Punkt, wo Sie sich an den Tisch setzen und verhandeln würden?
Zunächst haben wir einen Plan. Das ist der Friedensplan von Präsident Zelensky, der hat 10 Punkte. Und ich glaube, wenn wir diesen voll umsetzen, dann bekommen wir damit ein absolut klares Verständnis dafür, dass man das auch umsetzen kann. Was wäre, wenn die Russen jetzt im nächsten Jahr mehr Gelände erobern werden, wenn sie Adiivka zurückerobern, wenn sie Kupiansk, Richtung Kupiansk und Kharkiv vorstoßen? Da müssen Sie die Streitkräfte fragen, die Generäle, was passiert ist. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir hier in einer guten Phase uns befinden und wir ermöglichen alles und schaffen alles, was die Armee von uns möchte, auch mit der gemeinsamen Unterstützung der alliierten Kräfte. Vielen Dank, Herr Minister. Ich wünsche Ihnen das Beste. Und danke Ihnen für Ihre Zeit hier. Vielen Dank. Great. We stay for a second for photos.